So, meine lieben Freunde, Hallöchen, Popöchen und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Wir fangen auch gleich an. Sekunde. Es ist 9 Uhr. Boah, es ist viel zu früh, Leute. 9 Uhr. Ich habe Bock, Gothic 2 weiterzuspielen. Und mache da auch weiter. Ich hoffe, ich habe richtig abgespeichert. Ich würde nämlich gerne nochmal in diesem Part hauen wir nämlich jetzt den Steindrachen. Und ja, ich mache die Parts jetzt alle wieder ein bisschen länger und da ist es eigentlich relativ egal. Ich habe erst versucht, mit dem Movie Maker mal ein bisschen testesweise was zu machen, hat aber leider nicht ganz geklappt. Von daher doof gelaufen. Wie viel? 39 Lernpunkte habe ich, krass. Ich muss halt gucken, ob ich jetzt alles halt beisammen habe oder nicht. Ich muss mal das Mikro ein bisschen weiter wegstellen, weil ich die Tastatur nahe in der Nähe brauche. Die Frage ist, wo muss ich denn jetzt lang? Das habe ich jetzt total vergessen. Hier noch das Echsenschwert nehmen. Hier Bergkristall. Gibt es hier sonst noch irgendwas, was ich... Nee, okay. Ich habe die Facecam jetzt mal ausgeschaltet, weil erstens ist es auch nervig, permanent die Facecam da drin zu haben. Und zweitens, ich glaube, das ist relativ ralle. Oh, Mann. Oh, Graf, der Profi-Let's Player. Oh, Gothic 2 Meister. Verkackt. Weil er keine Ahnung hat, weil er sich in der Steinruine verlaufen hat. Nee, auf jeden Fall kommt jetzt hier der Steindrachen dran. Das Auge Innors habe ich angelegt und es ist fertig. Okay. Hier war der Geheimraum. Okay. Dann müsste ich eigentlich hier lang. Oder ich muss hier... Vogel. Mensch, was bin ich doch für eine Dumpfbacke. Ich muss ja hier lang. Ich glaube aber, hier oben war ich auch schon. Beim letzten Part habe ich hier zumindest alles geholt. Bin mir aber nicht mehr ganz sicher, ob ich in meinem wilden Eifer, ob ich hier auch alles, ob ich halt auch abgespeichert habe oder ob ich nach der Aufnahme einfach das Spiel beendet habe. Aber ich denke, ich habe hier alles hinbekommen. Ja, sieht gut aus. Super. Hier liegt noch irgendwas Glänzendes. Schwefel, okay. Der ist auch hinüber, den Drach. Ich habe hier eigentlich alles gelootet, ne? Genau, da ist nichts zu plündern und nichts zu holen. Super. Gut, ich will sicherheitshalber nochmal abspeichern. So, ich habe nämlich keine Ahnung, wie ich den Drachen besiegen soll. Ich glaube aber, ich weiß, wie ich das mache. Ich muss den irgendwie ablenken. Okay, Ring des Wassers, was haben wir hier? Magie, Feuer, Ring der Unbesiegbarkeit, Feuerring. Okay, Feuerringe habe ich beide. Ja, das Auge Innos muss ich ja anhaben. Schade, dass ich das Auge Innos nicht als zweites, als Amulett halten kann. Let's Play ohne Mana-Kram. Ja, stimmt, da bin ich noch. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin eigentlich ganz froh, dass ich das ganze Mana geholt habe. Wollen wir mal gucken, was haben wir denn jetzt aktuell? Einen kleinen Überblick verschaffen. Wir sind Magier. Stufe 37. Wir sind Einhandmeister. Zweihänder sind wir Kämpfer, wir sind Bogenschütze und Armbrustanfänger. Wir haben Schleichen, Schlösser öffnen, Taschendiebstahl gelernt, Runen erschaffen, Alchemie haben wir gelernt und ein paar Tiere ausweiden. 99 Stärke, 54 Geschick, 164 Mana und 761 Ding. Okay. Waffengeschoss 125, Schutz vor Drachenfeuer 93 und 78 Magie. Okay. Gespeichert habe ich. Jetzt muss ich mal mit dem Steindrachen bzw. dem Petrakan reden. Meinen Felsen traut. Ihr kleinen Menschen, so mutig, doch so zerbrechlich. Ich werde dir die Eingeweide herausreißen und dich an die Ratten verfüttern. Nicht so schnell. Ich trage das Auge Innos bei mir. Du wirst mir gehorchen und mir meine Fragen beantworten. Stell deine Fragen. So. Wer bist du?
Ich heiße Peldrakan und ich werde dir ganz langsam das Fell abziehen, wenn ich dich zu fassen kriege. Ja, das wirst du. Wer von euch Drachen ist der Stärkste? Unsere Macht beziehen wir aus den Elementen dieser Welt. Ihre Hierarchie ist klar und einfach. Aus weicher Erde geformtes Land spendet Leben für alle Kreaturen unter der Sonne. Doch verschlingt es dich mit Haut und Haaren, wenn man ihm zu nahe kommt. Mit Stolz erhebt sich der Fels, der lieber bricht, als jemals nachzugeben, und begräbt so die Unachtsamen unter sich. Und doch bietet er den besten Schutz vor den Gezeiten. Der Funke des Lebens lebt in den tiefen Feuern dieser Erde, und doch verbrennt das Feuer alles in einem Atemzug und hinterlässt nicht mehr als Asche. Alle unsere Elemente erhalten und zerstören. Nur im zu harten Guss erstarrten Wasser wird alles zur ewig verweilenden Salzsäule, wo kaum Leben möglich ist. So, das bedeutet, der hat uns jetzt erzählt, wer hier sozusagen der Stärkste ist. Und zwar eigentlich so, wie uns das Spiel eigentlich auch zu den Drachen hinschickt. Das bedeutet, der Sumpfdrache war der Schwächste. Dann gibt es noch hier den Steindrachen, das ist der Zweitstärkste. Als nächstes dann kommt dann der Feuerdrache und der Stärkste. Und der letzte Drache ist dann der Eisdrache. Dazu kommen wir aber komplett später dann noch. Und ja, wollen weiter. In welchem Auftrag handelt ihr? Wer hat euch hierher entsandt? Über unser aller Heil und Wohl steht der Meister mit seinem Wort der Macht. Bald wird sich ihm niemand mehr entziehen können. Aus dem Reich der Toten langt sein Arm schon sehr weit. Die Geister der Nacht versammeln sich in freudiger Erwartung seiner Ankunft. Er wird über euch Menschen kommen und die Welt beherrschen. In seinem Schatten sind wir nicht mehr als Beiwerk seiner schöpferischen Kraft. Der Meister wird kommen, eure geplagten Leiber wieder aus der Asche zu erheben, um mit ihnen das Geschick der Erde neu zu richten. So, das bedeutet, die haben alle noch einen Meister, wie ich das... Genug der Worte. Deine kurzweilige Macht ist dahin. Das Auge ist machtlos. Okay, ich hole jetzt einen Steinwächter, dass der ein bisschen sich mit dem Drachen boxt. Was, warum hat er denn... Was hat er denn für eine Regeneration? Alter, der Drache, ey. Kann doch nicht sein, dass er so eine Regeneration hat. Warte mal, ich mache das einfach anders. Ich will es mal probieren. Treffe ich den nicht? Alter Schwede! Kann doch nicht sein. Irgendwas kann da nicht stimmen. Ernsthaft, ey. Habe ich irgendwelche anderen Wächter? Ja, der Steinwächter ist zwar ganz nett, aber was bringt der mir? Wenn der sich die ganze Zeit hochhielt. Alter, der hat eine Regeneration, das ist unglaublich. So, das mache ich jetzt mal anders. So, dann komm her, Drache. Auf.
kriegt wirklich kaum Damage, ey. Ja, super. Boah. Was eine Mistsau. Alter Schwede. Also der Drachenwächter war schon echt hart, Leute. Muss ich ganz ehrlich sagen. War jetzt nicht ganz so geil, ne? Also da hätte man echt... Gut. Und das war also der Stein, der Drache. Puh. War schon nicht einfach, ne? So, ist jetzt die Frage, soll ich zu Fuß zurück oder soll ich mit Dingsbums... Gibt's natürlich wieder ordentlich Loot, ne? Epic Loot, Epic Loot, Epic Loot, 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 Epic Loot, Epic Loot, Epic Loot, Loot, Loot. Nicht Epic Loot, sondern Epic Loot. Goblinbeere! Geil! Geschick! Super! Ich guck hier nochmal alles genau durch. Vielleicht liegt hier noch irgendwas, weil das Geld werde ich vielleicht später brauchen. Ne? Okay. Ansonsten gibt's hier nichts mehr. Das ist super. Wollen wir mal gucken, was wir denn alles so bekommen haben. Einmal nach der Besessenen. Bogenschützen. Warum zwei? Cool. Was haben wir hier? Geschick. Ja, geil. Geilo, geilo. Also der Drache war schon echt hart, muss ich ganz ehrlich gestehen. Bin froh, dass wir den geklatscht haben. Ich habe keinen... Okay, jetzt ist egal. Dann kann ich auch die Geschicklichkeit nehmen und... Ja, plus 5 Geschick. Jo. 59 Geschick ist eigentlich echt nicht schlecht. Muss mal gucken, wie viele Wächter kann ich eigentlich erschaffen. Wächter erschaffen kostet 60 Mana. Das bedeutet, ich kann ungefähr 2 Wächter erschaffen und dann muss ich wieder was trinken. Ich brauche unbedingt mehr Mana. Ich habe auch mal geguckt, wir haben genug Mana für die Feuerrune. Soweit ich das weiß, das müsste ich aber in einem anderen Spiel schon nochmal genau gucken. Aber ich glaube, die Feuerregenrune, die ich ja beim letzten Mal gezeigt habe, also der Zauber, möchte ich natürlich ganz gerne auch als Rune haben. Es kann sein, dass er 300 Mana frisst, denn nicht. Der frisst 150 Mana, glaube ich, wenn ich der Liste glauben darf. Aber das ist auch immer so eine Sache, weil irgendwie so eine Gothic 2 Zauberliste gibt es jetzt nicht. Aber irgendwie Mondgesänge, und da ist jetzt die Frage, was ist jetzt der Unterschied zwischen Mondgesänge und Dingsbums? Weißt du was, komm, ich teleportiere mich zur Burg. Ich hätte auch schlafen können, ist egal. Dann mache ich das Auge Innos wieder voll. 63 und 58, ja, wenn das Auge Innos halt irgendwie meh ist, ne? Dann passiert da gar nichts. Jetzt muss ich das Auge wieder anlegen. Oh, und jetzt habe ich 93 und 78. Jo, das gibt natürlich richtig guten Schutz. Klar, ist ja logisch, ne? So, ich suche jetzt das nächste Bett. Ich habe immer noch keine Ahnung, wo dieses Schwert ist, aber ich habe mich auch noch nicht drum gekümmert, da mal nachzugucken. So, bevor ich jetzt hier anfange. Der nächste Drache wird der Feuerdrache sein. Für Innos. Jawohl, für Innos, ihr Jungs. Ihr Mümmelmänner. So, ich habe hier eigentlich alles gelootet. Gibt es da unten eigentlich noch irgendwas? Brutus. Hey, du. Habe ich gespeichert, ja, ne? Na komm, sicher ist die vorsichtig, sicher ist sicher, vorsichtig ist die Mutter der Porzellankiste.
Warum bist du nicht bei der Acht? Das ist ja ekel. Hast du schon mal in meine Kammer geguckt? Diese dreckigen Fleischwanzen sind überall. Ich weiß ja nicht, wer da vorher drin gehaust hat, aber in den Dreckstall gehe ich sicher nicht mehr rein. Ich hasse die Biester. Und hör auf, so dämlich zu grinsen. Der hat Angst. Der hat Angst vor ein paar Fleischwanzen. Oh, geil. Oh, komm schon, ernsthaft. Alter Schwede. So, der könnte mir eigentlich Stärke beibringen. Die Frage ist, möchte ich was auf Stärke ver... Eigentlich ja, komm. Ich will... Ich kann dir nichts mehr beibringen. Okay, der kann mir nichts mehr beibringen. Die Fleischwanzen sind weg. Und wieder eine Stufe. Oh, geil. Folterwerkzeuge polieren oder was auch immer. Bist du auch ganz sicher, dass wirklich keins von den Biestern mehr... Ich denke schon. Na gut, hier, nimm dieses Goldeis. Mir kommen gleich die Tränen. Wir können ihn natürlich noch verarschen, aber komm, dann läuft er halt weg und ist irgendwann im Arsch und komm, lass gut sein. Alles ruhig? Ruhig schon. Aber? Mir hängt der Magen in den Kniekehlen, Mann. Garund hat schon wieder die Nahrungsrationen gekürzt. Wenn ich nicht bald was Anständiges zwischen die Zähne bekomme, dann beiße ich Garund in seinen fetten Arsch. Vielleicht kann ich dir etwas geben. Bist du verrückt? Doch nicht hier. So wie du sagst. Wenn das einer der anderen sieht, habe ich gleich eine Menge neuer Freunde. Wenn du verstehst, was ich meine. Du findest mich im Magiertempel, wenn sich alle zurückgezogen haben. Im Tempel ist sowieso zurzeit kaum jemand. Komm hier aber bloß nicht mit einem trockenen Brot oder irgendeinem rohen Fleischdreck, klar? Gut, habe ich noch irgendwas für den? Ich habe hier noch gebratenes Fleisch und Schinken. Okay. Gut, vielleicht kann ich da noch an einem Feuer ein bisschen Fleisch braten. Das müsste eigentlich gehen. Weil Fleisch habe ich ja genug. Ich würde es den Jungs echt gerne hier komplett geben. Ihr habt da doch was. Ja, super. Ich kann damit interagieren, aber das bringt mir nichts. Schade, vielleicht kann ich beim Koch noch ein bisschen was machen. Ich würde dem nämlich dem Garund echt gern was geben. Das ist eine schlimme Sache. Gold habe ich ja jetzt genug. Ja, das hat sich. Also der Steindrache war schon echt. Na, wie soll ich denn das sagen? War schon echt ein Dingsbums. Lass mich ran, jetzt habe ich keine Pfanne. Okay. So, zweimal gebratenes Fleisch. Ich mache das jetzt mal ein bisschen länger. Dreimal, okay. Ich brate jetzt ungefähr mal so 10 Stück. Das sollte eigentlich ausreichen. So, wenn sich alle zurückgezogen haben. Okay, das bedeutet, ich muss bis zum Abend schlafen. Gibt's hier irgendwo? Ja, komm, gehe ich da drüben pennen. Ja, wie gesagt, ich werde auch diese langweiligen Passagen hier mitnehmen. Der Jan hatte mir ja schon mal zum Tipp gegeben, wie man das alles interessanter gestalten kann und so ein Let's Play, dass das nicht mehr so als Oldschool-Let's Play gedacht ist, sondern eher so... ja, nur die Highlights zusammenschneiden und irgendwas dazu sagen und so weiter und so fort. Ach, ich weiß nicht. Im Magiertempel. Na, der ist da unten, okay. So, die Wächterrune von dem Dingsbums hat mir echt geholfen, muss ich ganz ehrlich sagen. Heilwurzel, Feuerwurzel, ja, wenn ich halt keinen Kronstöckel finde, dann ist das alles irrelevant. So, es haben sich jetzt einige zurückgezogen. Hoffentlich muss ich nicht bis Mitternacht warten. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Bis der seinen Posten verlässt. Auf der anderen Seite kann ich auch mit den Jungs hier sprechen.
49 Lernpunkte. Ich muss echt nochmal zurück, muss irgendwo Stärke lernen. Hey. Und sonst? Ach, lass. Ich brauche mehr. Ich habe das Gefühl, dass ich noch nicht alle Drachen erwischt habe. Vielleicht habe ich noch etwas übersehen. Nach dem letzten Angriff der Drachen soll einer von ihnen bei dem Vulkan im Süden verschwunden sein. Ich würde dort nach ihm suchen. Super. So, das war auch der letzte Rest zu trinken. Gut. Der schickt uns jetzt zum Feuerdrachen. Ich habe Neuigkeiten über die Berichte. Der Drache in der Felsenfestung im Süden ist tot. Das sind gute Neuigkeiten. Hat es inzwischen wieder an... Zum Glück. Die halten sich zurück, also genau wissen, sie kriegen jetzt auf die Backen. Super. Gut, ich habe alles, was ich brauche. Die sagen auch immer wieder, sagen auch größtenteils immer wieder das Gleiche. Also Story-Relevantes oder wirklich Interessantes werde ich ein bisschen im Zaum halten. Das ist seine Schmiede, ne? Ist eigentlich komisch. Na gut. Bevor der jetzt hier... Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. So, habe ich den Trank beim letzten Mal vergessen oder war ich hier oben einfach nicht? Ne, hier oben war ich. Ich habe nur den Trank wahrscheinlich. Entweder habe ich den Trank dort liegen lassen oder ich habe den echt vergessen. Okay, hier war ich auch schon überall. Gut. Gut. Gudi. Supi dupi. Muss nur gucken, wie ich wieder hier runterkomme. Oh je. Yeah. Ah, okay, das klappt. Super. Oh, komm schon, mach mal hin. Warum haltet ihr euch hier keine Schafe? Achso, ihr habt die wahrscheinlich schon aufgegessen. Ah, oh, ist mal wieder so typisch unnachhaltig. Weißt du, Schafe ziehen, dann lass die doch mal Kinder kriegen. Und wenn die genug haben, dann können die doch wieder... Aber nein... Hey, du. Okay, gewagt kann ich vergessen. Hast du Neuigkeiten? Die Drachenjäger sind angekommen. Sie wirken auf mich wie zähe Hunde. Zeig mir deine Ware. So, was hat er denn? Nichts Besonderes. Amulett der Erzhaut 8888 ist natürlich auch... nicht schlecht, aber ich bin mit dem Auge Innos eigentlich sehr zufrieden. Einhandwaffe, okay. Langschwert kann weg, das kann weg. Zweihand, Paladinschwert kann eigentlich alles weg. Das behalte ich mal. Langbogen benötige ich. Ich weiß nicht, ob ich jeweils 90 Geschick haben werde. Armbrust, Senkranz, Armbrust, normaler Bogen. Die können eigentlich auch alle weg. Muss ich die nicht irgendjemandem geben? Ritter. Hey, ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Ich will von dir... Okay, schieß los. Also, da kann uns nur Armbrust beibringen. Das möchte ich aber nicht. Einhand bin ich eigentlich auch ganz gut gesegnet aktuell, was das angeht. Von daher... Für einen Magier! Okay, viel hast du nicht. Komm, wir sehen ganz Armbrust weg damit. Kirolord, was hast du denn? Ja, Meister. Super. Okay, der kann uns zwar was beibringen, aber es bringt halt auch nichts. Nee, so richtig.
Ja, dann speichere ich mal und schlafe mal bis Mitternacht. Vielleicht steht er dann hier irgendwo. Ich habe nämlich jetzt echt keine Lust, hier die ganze Zeit rumzulümmeln. Ich möchte mich auf den Weg zum Feuerdrachen machen. Jo. Was ist los? Nichts, alles gut. Okay, die Ritter sind jetzt alle weg. Jetzt müsste der eigentlich da sein. Ist nur noch dieser Ritter. Okay. Da bist du ja. Ich kann dir diesen Schiff. Klar. Wie wär's mit einem saftigen Stück Käse? Klar. Her damit. Hast du noch mehr? Klar. Ich denke, eine gute Suppe könnte dir schmecken. Klar. Her damit. Hast du noch mehr? Ein Stück Fleisch? Klar. Ein Stück Fleisch? Ja, mehr, mehr. Ein Stück Fleisch? Ja, mehr, mehr. Wie viel will er denn noch haben? Ja, mehr, mehr. Ein Stück Fleisch? Ja, mehr, mehr. Ein Stück Fleisch? Das reicht, das reicht. Damit komme ich erstmal über die Runden. Hier hast du mein Gold. Hier draußen kann ich eh nichts dafür kaufen. Also kannst du es auch genauso gut haben. Ich gehe dann besser damit. Cool, danke. Also die verwöhnen uns hier echt mit Gold, aber auf der anderen Seite lernt man daraus auch so ein bisschen den Binnenwert des Geldes sozusagen. Um wieder was zu lernen, Binnenwert des Geldes ist immer so viel, wie soll ich das sagen, das ist immer, der Wert eines Gegenstandes ist nur so hoch, wie man ihn selbst einschätzt, beziehungsweise wie viel Wert das selbst hat, ja, für einen selbst. Ja, bedeutet, wenn, da gab es so eine kleine Geschichte, haben wir jetzt in der kaufmännischen Schule so ein bisschen gehabt, und das sieht dann halt ungefähr so aus, ein Koch und ein hier großer Geschäftsmann mit Fettkohle, Money in the Bank, also in der Brieftasche, die geben halt, sind halt auf dem Schiff und die gehen halt unter, der Koch hat die ganzen Vorräte und der Dingsbums, Manager hat halt wegen 10.000 Tacken in der Tasche und dann macht der Koch, okay, wir machen halbe. Wenn halt ein Schiff kommt oder so, kann der Typ uns halt irgendwie eine Überfahrt kaufen oder so. Auf der anderen Seite hat der Koch das ganze Essen, also von daher, wir wissen halt beide nicht, wie lange es dauert, bis sie was zu essen halt haben. Oder beziehungsweise bis halt wieder von der Insel runterkommen. Und der Koch macht ein Angebot, okay, wir machen halbe, du gibst mir die Hälfte von deinem Geld, was da drin ist, sind halt 10.000 drin, und ich gebe dir dafür die Hälfte von meiner Essenskiste. Das war natürlich, da hat der Typ dann natürlich gesagt, nö, weil das Essen ist halt keine 5.000 wert. Und so weiter und so fort. Das geht eine Woche gut, ungefähr, und ja, kommt immer noch kein Schiff, und dann hat der Koch gesagt, okay, ich gebe dir jetzt, ich habe jetzt halt noch ein bisschen was zu essen, aber nicht mehr so viel, ich gebe dir jetzt was ab, aber dafür gibst du mir dein ganzes Geld. So, und der Manager total voll am Aushungern und was weiß ich, hat natürlich gesagt, ja, okay, klar, natürlich kein Thema. Auf einmal war ihm das Essen nicht mehr so viel wert, hat natürlich nicht so viel zu essen bekommen wie am Anfang, und ja, dann kamen die halt super klar, alle super duper, und am nächsten Tag kam dann halt ein Schiff und hat die dann irgendwie mitgenommen, und ja, der Manager hat sich natürlich einen Arsch gebissen, weil er das erste Angebot nicht angenommen hat, und der Koch hat halt das Geschäft seines Lebens gemacht, ne, sozusagen. Und das ist halt so dieser Binnenwert des Geldes, ne, wenn du halt alles hast, dann hat das Geld einen festen Wert, das ist auch gut und das ist richtig und wichtig. Und später dann, wenn du halt in der Notsituation bist oder so, dann ist das natürlich wieder ganz was anderes. Die Frage, wie lange nehmen wir schon auf? 29 Minuten. Ich würde sagen, ich mache hier dann mal einen Stoppi. Und wir sehen uns dann im nächsten Part, weil länger als eine halbe Stunde möchte ich die Folge nicht machen. Also bis dahin. Ciao.